Oh, hallo, willkommen in meiner Leseecke. Ich sitze hier mal in ungewohnter Umgebung und zwar in meinem Lesestuhl und zeige euch die Bücher, die ich heuer gelesen habe. Ich sitze nie in dem Stuhl und lese irgendwas. Also, das stimmt nicht. Aber für heute tun wir so, als ob das mein Lesestuhl wäre, okay? Ich stelle euch, wie schon gesagt, die Bücher vor, die ich im Jahr 2020 gelesen habe und gebe ein kurzes Resümee dazu, beziehungsweise sag kurz, um was es in den Büchern geht. Und ich fange mit der Kategorie Thriller an, meiner Lieblingskategorie. Und ich teile das Ganze ein bisschen auf in Thriller, Romane und populärwissenschaftliche Bücher, damit ihr dann auch das Ganze skippen könnt zu dem Punkt, wo es euch interessiert. Also, das erste Buch ist von Sebastian Fitzek, Das Geschenk. Das habe ich Anfang des Jahres fertig gelesen. Ich habe es letztes Jahr begonnen. Und es ist ein sehr gutes Buch, allerdings nicht das beste Fitzek-Buch meiner Meinung nach. In diesem Buch geht es um Milan Berg. Milan Berg ist Analphabet und darum geht es auch in dem Buch. Es fährt nämlich eines Tages ein Auto an ihm vorbei, beziehungsweise sieht er ein Auto, als er an der Ampel steht. Und darin sitzt ein kleines Mädchen auf der Rückbank und hält ein Schild an das Fenster. Und er kann es natürlich nicht lesen, weil er Analphabet ist. Und so beginnt die ganze Geschichte, weil er zeichnet sehr gerne und sehr gut und hat das Ganze dann auch aufgezeichnet. Und er hat gewusst, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es sich dabei vielleicht um eine Entführung handelt. Und er geht dem Ganzen dann nach. Und am Ende spürt er aber nicht nur das Mädchen auf, sondern kommt auch auf die ganze Geschichte, warum er Analphabet ist und das Ganze. Also es wird eine sehr verwickelte Geschichte, in der er eigentlich auch eine Rolle spielt, also in Verbindung mit dem Mädchen, das entführt wurde. Und ja, also es ist, wenn ihr Fitzek sowieso mögt, dann könnt ihr das auf jeden Fall lesen. Es ist, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht das beste Fitzek-Buch, aber geht sehr schnell von der Hand und ist ein absolut spannender Thriller. Das nächste ist Die Chemie des Todes von Simon Beckett. Nein, ist kein deutscher Autor. Okay, dann heißt er vielleicht doch Simon Beckett. Also Die Chemie des Todes von Simon Beckett. Darin geht es um David Hunter, der eigentlich Gerichtsmediziner ist, beziehungsweise forensischer Anthropologe. Er hat ursprünglich in London gelebt und ist dann nach dem Tod seiner Frau aber aufs Land gezogen in England und wollte den Beruf eigentlich hinter sich lassen und als normaler Hausarzt, also Allgemeinmediziner, arbeiten. Dann kam es in diesem Ort aber zu mehreren Morden und wie das Schicksal natürlich so will, konnte er dann diesen Beruf doch nicht ganz ablegen, sondern wurde natürlich zu Rat gezogen und kam in diese Mordgeschichte, beziehungsweise anfangs wusste man natürlich nicht, ob es Mord ist. Das kam dann aber ganz schnell heraus und ja, das ist die Geschichte von Simon Beckett und der Chemie des Todes. Oh, das nächste Buch ist eine Trilogie eigentlich, also das ist der dritte Teil der Totenfrau-Trilogie und das ist eine absolute Empfehlung. Also die ganze Trilogie ist unglaublich gut, finde ich. Dabei geht es um die Totengräberin Blum, die eigentlich glücklich in einer Beziehung lebt. Also sie ist verheiratet mit ihrem Mann und hat zwei Kinder. Und eines Tages wird ihr Mann aber von einem Auto erfasst und stirbt dabei. Und es handelt es sich um Fahrerflucht. Und am Anfang dachte man natürlich noch, dass es einfach ein Unfall war mit Fahrerflucht. Blum hat dann aber das Ganze ein bisschen nachgeforscht und kommt dann langsam drauf, dass es sich dabei vielleicht doch um mehr als nur Fahrerflucht handelt. Und dabei passieren, wie es in einem Thriller so üblich ist, dann mehrere Morde. Und ja, die Geschichte wird immer verwickelter, immer krasser. Also das erste Buch heißt noch Totenfrau, das zweite Totenhaus und das dritte dann Totenrausch. Also man kann sich vorstellen, dass es zum einen oder anderen Mord kommt. Und das ist eine sehr, sehr gute Trilogie, habe ich gesagt. Von wem? Von Bernhard Eichner. Das ist ein österreichischer Autor. Das Ganze spielt auch in Österreich, in Innsbruck und dann des Weiteren auch in Deutschland. Und das ist einer meiner Lieblingsthriller.
Das nächste auch wieder von Bernhard Eichner, auch einer meiner Lieblings-Thriller. Das Buch heißt Bösland. Ich glaube, das ist das neueste Buch von Bernhard Eichner. Und das ist für mich ein absolutes Meisterwerk. Also das habe ich so schnell gelesen. Das war in, ich glaube, 2-3 Tagen war ich fertig. Dabei geht es um einen Jungen, beziehungsweise um den Jungen 30 Jahre später. Also der Junge hat einen Mord begangen in seinen jungen Jahren. Er wurde auch schuldig bekannt. 30 Jahre später wurde das Ganze dann mehr oder weniger wieder aufgerollt, beziehungsweise kam er mit dem Ganzen dann wieder mehr in Kontakt und es gab dann auch einen weiteren Mord, der vermeintlich von ihm begangen wurde. Und ja, das ist ein unglaublich gutes Buch. Es geht auch darum, dass der Junge eine sehr schwere Kindheit hatte, also da lief nicht alles mit rechten Dingen zu und ich fand das Buch einen absoluten Wahnsinn und sehr undurchschaubar, meiner Meinung nach. Also Thriller-Empfehlung Nummer 1. Ich hätte beinahe mein E-Book vergessen, mein E-Book-Reader. Und zwar habe ich auch auf diesem Reader was gelesen. Auch wieder was von Fitzek, Sebastian Fitzek, und zwar den Seelenbrecher. Der Seelenbrecher, das fand ich besser als das Geschenk, also viel besser, finde ich. Im Seelenbrecher werden zuerst mal drei Frauen nicht getötet, sondern sie verschwinden und werden dann wieder gefunden und sind in einem komatösen Zustand. Man weiß aber nicht, was passiert ist, nicht so richtig. Man vermutet, dass ihnen seelisches Leid zugefügt wurde und dass sie dadurch nicht mehr in der Lage sind zu sprechen oder sonst irgendwas zu machen. Und der Täter wurde dann der Seelenbrecher genannt, weil er ihre Seele quasi gebrochen hat. Das ist so mal die Vorgeschichte und dann geht es weiter. Und zwar kommt ein Mann in eine psychiatrische Klinik, der gefunden wurde, also der war, ist auf der Straße gelegen, zusammengebrochen und leidet unter Amnesie. Also er weiß nicht mehr, wer er ist und kann sich an nichts mehr erinnern. Und irgendwann kommt auch in diese Klinik der Seelenbrecher. Das Ganze dreht sich dann darum, eben um diesen Mann, der Amnesie hat, und um den Seelenbrecher. Und irgendwann wird das Ganze dann auch aufgedeckt, wer der Seelenbrecher ist. In dieser Klinik geht es arg zu, also da passieren lauter schlimme Dinge. Das ist wirklich heftig, was da passiert. Und eine sehr, sehr spannende Geschichte von Sebastian Fitzek. Das ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsbücher von Sebastian Fitzek bisher. Wir sind jetzt in der Sparte Romane, die ich eigentlich mehr als Thriller einstufen würde. Okay, das nächste Buch ist ein Buch, das ich nicht zu Ende gelesen habe, wie man hier sieht. Also mir fehlt ungefähr ein Drittel. Trotzdem wollte ich es vorstellen, weil ich es ja zumindest 230 Seiten von 415 gelesen habe. Dieses Buch heißt 18 Morden, ist von Carsten Dusse, also einem deutschen Autor. In diesem Buch geht es um Björn, der von seiner Frau gezwungen wurde, in ein Achtsamkeitsseminar zu gehen. Und damit er einfach seine Work-Life-Balance ein bisschen besser unter Kontrolle kriegt und einfach achtsamer wird. Allerdings legt er diese Achtsamkeitsregeln irgendwie falsch um und begeht Morde und rechtfertigt diese Morde quasi mit den Regeln, die er beim Achtsamkeitsseminar lernt. Beziehungsweise er rechtfertigt es nicht, aber er wendet sie an. Also es ist ein eher humoristisch geschriebener Thriller bzw. Roman und das ist nicht zu 100%ig meins. Also wenn ich einen Thriller lese und ein Buch, in dem es um Morde geht, dann will ich, dass es blutrünstig ist. Beziehungsweise blutrünstig ist es ja, aber dann will ich nicht, dass es lustig ist, sondern dann will ich, dass es ernst ist und dass es einfach von vorne bis hinten spannend ist und dass es nicht lustig ist. Genau. Und deshalb habe ich es nicht fertig gelesen. Es ist nicht meine Art von Buch. Aber falls euch so eine
Art von Stil gefällt, also ein lustiger Thriller, dann würde ich euch das empfehlen. Der nächste Thriller, der auch als Roman deklariert wurde, warum auch immer, ist Verity von Colleen Hoover. Und ich liebe es. Also das ist neben Bösland mein absolutes Lieblingsbuch 2020. Dieses Buch ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie vorher von Colleen Hoover gehört. Ich habe es schon mal in einem Vlog erwähnt, dass ich das gerade lese und bin mittlerweile fertig. Das ist so, so gut. Also Colleen Hoover kannte ich nicht. Sie ist eine amerikanische Autorin und ich habe noch nie vorher von ihr gehört. Ich habe diese Empfehlung von Chaco Wusch gehört im Podcast Jack und Sam. Und sie hat das gelesen und empfohlen, also beziehungsweise jetzt als Hörbuch gehört und empfohlen, und ich habe mir das Buch gekauft. Um was geht es in dem Buch? Es geht um Verity Crawford, deswegen heißt das Buch auch Verity. Verity ist eine Autorin, sie schreibt Psychothriller, hat aber einen tragischen Unfall. Und nach diesem Unfall, also ein Autounfall, konnte sie nicht mehr schreiben, also sie lag im Koma. Und ihr Mann wollte gemeinsam mit dem Verlag, dass sie die Psychothriller-Reihe, an der sie gerade arbeitete, fertig schreibt. Dafür brauchten sie dann eine Co-Autorin und haben eine gesucht. Die Co-Autorin war Loan Ashley und die zog für eine gewisse Zeit dann in das Haus der Crawfords, um eben die ganzen Unterlagen und Notizen von Verity aufzuarbeiten, damit sie sich in das Ganze hineinversetzen und diesen Thriller fertig schreiben kann. Wie das Leben so spielt, verliebte sie sich dann allerdings in den Mann von Verity, der auch in dem Haus wohnte zu diesem Zeitpunkt. Und das Ganze wurde sehr kompliziert, da hörte sich noch sehr nach Liebesgeschichte an. Es wurde dann aber etwas verzwickt. Was steht im Klappentext? Im Haus der Crawfords machte sie eine lebensbedrohliche Entdeckung. Also es ist sehr spannend, es passieren Dinge, die unerklärlich teilweise sind und die wirklich bis zum Schluss sehr, sehr spannend sind. Dieses Buch ist eine absolute Empfehlung von mir. Das nächste Buch ist leider auch ein Buch, was ich nicht fertig gelesen habe. Shame on me, aber ich bin einfach der Typ Leserin, die Bücher nicht fertig lesen kann, wenn sie nicht zu 100% überzeugen. Wenn mich ein Buch nicht zu 100% überzeugt, dann kann ich es nicht fertig lesen, weil ich einfach lese und mit den Gedanken abschweife erstens mal und nach zwei Seiten einschlafe, weil ich meistens abends lese und ja. Deswegen ist das auch ein Buch, was ich nicht fertig gelesen habe. Das ist Fräulein Smillers Gespür für Schnee von Peter Hoek. Das Ganze spielt in Grönland und dabei geht es um einen Jungen, der verunglückt, der stirbt, der fällt von einem Dach und vermeintlich war es ein Unfall, und Smilla ist seine Nachbarin, mit der er sich sehr gut verstanden hat, und die glaubt aber nicht daran, dass das Ganze ein Unfall war, und so wird das Ganze dann aufgerollt und ich habe zwei Drittel gelesen, also ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber für mich war dazwischen einfach zu viel Blabla, muss ich sagen. Es ist ein bekanntes und auch gelobtes Buch, also es ist nicht schlecht bewertet, aber es ist einfach nicht meine Art von Buch. Ja, das Buch habe ich nicht fertig gelesen. Aber sonst, jetzt kommen nur Bücher, die ich fertig gelesen habe. Gut, jetzt kommen wir wirklich zur Kategorie Romane, die für mich auch Romane sind. Und das erste ist ein wunderschönes Buch von Kent Haruf, und zwar heißt das Unsere Seelen bei Nacht. Dieses Buch habe ich in einem Secondhand-Geschäft gefunden und irgendwie hat es mich angesprochen und ich habe es gekauft um 20 Cent. Und in diesem Buch geht es um Eddie und ihren Nachbarn Louis. Beide sind um die 70 Jahre, also zwischen 70 und 80 Jahre alt, und haben keine Ehepartner mehr. Also sie leben beide allein in ihren Häusern, sind Nachbarn, und eines Tages kam Eddie auf die Idee, dass sie doch zu Louis gehen könnte und ihn fragen könnte, ob sie nicht
die Nacht gemeinsam verbringen wollen. Dabei geht es nicht um Sex oder irgendwas, also sie will wirklich nur gemeinsam mit ihm in einem Bett schlafen, damit sie nicht so einsam sind. Louis geht darauf ein und sie verbringen nicht nur eine Nacht gemeinsam und das Ganze wird zu einer wunderschönen Liebesgeschichte. Es beginnt eine Beziehung und es ist einfach echt eine schöne Geschichte, um mal was ganz anderes zu den normalen Liebesgeschichten, die es so gibt, die meistens auf Charakteren basieren, die eher jung sind, und das finde ich einfach eine schöne Abwechslung. Kent Haroff, Unsere Seelen bei Nacht. Wunderschönes Buch. Das nächste ist auch eine Empfehlung von, ich glaube, auch von Jack und Sam von dem Podcast oder nur von Sam von Instagram, ich weiß es nicht genau. Martin Suter, Lila Lila. Das ist auch ein sehr schöner Roman. In diesem Buch geht es um David, der sehr gerne Secondhand-Möbel kauft. Irgendwie hat mich das angesprochen. Und findet eines Tages in einem antiken Nachttisch, den er kauft, ein Manuskript. Und in diesem Manuskript ging es um eine Liebesgeschichte, die ihn sehr fesselt und die ihn an die Liebe erinnert, die er für eine Frau hegt, nämlich für Marie. Allerdings ist Marie auf einem komplett anderen Level als er selbst ist, zumindest glaubt er das, und deswegen schlüpft er in eine Identität, die nicht seine ist, also die ihm irgendwann über den Kopf wächst, und darum geht es in diesem Buch und das Ganze verstrickt sich dann auch mit dem Manuskript, das er eben in diesem Nachttisch gefunden hat. Sehr schöner Roman, sehr empfehlenswert. Ein weiteres Buch von Martin Suter ist Der Koch. Das habe ich auch gleich im Zuge mit Lila Lila gekauft. Lila Lila fand ich etwas besser als dieses Buch, aber auch dieses ist sehr, sehr schön. Also Martin Suter ist ein sehr empfehlenswerter Autor. In diesem Buch geht es um Maravan. Maravan arbeitet in einem Züricher Sternelokal als Koch und ist ein ausgezeichneter Koch, wird allerdings irgendwann gekündigt. Das ist sehr, sehr schlecht für ihn und seine Familie, die noch in seiner Heimat lebt, denn die haben relativ wenig Geld zur Verfügung und Maravan schickt ihnen eigentlich regelmäßig Geld, und dadurch, dass er gekündigt wurde, wird das Ganze dann etwas schwieriger. Mit seiner Arbeitskollegin Andrea gründet er dann allerdings ein neues Startup. Ja, heutzutage würde man Startup sagen. Also er gründet mit ihr ein neues kleines Unternehmen. Das war ihre Idee, weil er von seiner Großmutter Rezepte gelernt hat, die die Lust steigern sollen. Und Andrea kommt dann auf die Idee, dass das ja ein gutes Geschäftskonzept eigentlich wäre, und gründen dann gemeinsam das Unternehmen Love Food. Und im Zuge dessen bekochen sie dann Pärchen, die eben wollen, dass die Lust gesteigert wird, und irgendwann kommt das Ganze dann aber schon in falsche Szenen, in denen Maravan sich nicht so wohl fühlt. Ja, um das geht es in diesem Buch. Und auch das ist ein sehr, sehr schönes Buch von Martin Suter. Der letzte Roman, den ich auch auf meinem E-Book-Reader gelesen habe, ist Die Wanderhure. Die Wanderhure besteht auch aus mehreren Teilen, ich weiß jetzt gar nicht wie vielen. Ich blende es euch irgendwo ein, aus wie vielen Teilen sie besteht. Und ich habe den ersten Teil gelesen, auch wieder auf der Empfehlung von Chuck Rowush, komischerweise. Also die trifft meinen Buchgeschmack ganz gut. Bei der Wanderhure geht es um Marie, die eigentlich aus gutem Hause stammt. Das Ganze spielt im Mittelalter. Und irgendwann passieren aber Dinge und sie wird zur Wanderhure. Also sie wird ausgestoßen vom Dorf und schließt sich einer Gruppe von Wanderhuren an. Und in dem Buch werden dann die Geschichten erzählt, die sie eben erlebt. Und was dann auch passiert, und irgendwann kommt sie auch wieder zurück ins Dorf, und das alles wird in diesem Buch näher gebracht, und ich fand es einfach voll interessant, wie so das Ganze im Mittelalter, also wie das so alles war. Also es, natürlich ist es nicht auf einer wahren Begebenheit, aber so in der Art kann ich mir das schon vorstellen, dass das irgendwie vorgekommen ist. Und das war sehr, sehr spannend und sehr interessant, und dass sie einfach auf täglicher Basis einfach Alkohol trinken.
Also die haben, ich glaube, immer Most getrunken. Most, einen guten Most, wie man bei uns sagen würde. Und ja, das hat mich am meisten fasziniert. Nein, Wanderure war ein sehr gutes Buch und ganz anders als die Bücher, die ich sonst lese. Also ich bin normalerweise überhaupt nicht so der Mittelalter-Fan. Überhaupt nicht. Ich habe noch nie ein Buch aus dem Mittelalter gelesen, glaube ich. Nein, ich glaube, das war das erste. Also das nicht aus dem Mittelalter, sondern ein Buch, welches im Mittelalter spielt. Und das hat mich sehr überrascht, dass mir das so gut gefallen hat. Also das ist auch eine Empfehlung. Ich habe noch zwei Bücher, die ich gerade lese. Die wollte ich euch auch noch kurz vorstellen. Beim einen bin ich schon ja, gut zwei Drittel weit. Das ist nämlich das große Buch vom Schlaf. In diesem Buch geht es um Schlaf. Ach, was du nicht sagst. So, gut, es geht um Schlaf und es ist sehr, sehr spannend, finde ich. Also Schlaf ist für mich sowieso ein sehr wichtiges Thema. Ich schlafe sehr viel. Also ich schaue wirklich, dass ich täglich auf meine 8 Stunden Schlaf komme, was meistens gut funktioniert. Ich bin auch eine Frühschläferin, dafür auch eine Frühaufsteherin. Und in diesem Buch stehen sehr, sehr interessante Fakten drin, warum es so wichtig ist, dass man ungefähr 8 Stunden schläft. Also das ist wirklich arg, welche Auswirkungen das Ganze haben kann. Und es geht auch ein bisschen um Träume, was Träume bedeuten, für was Träume gut sind. In dem Kapitel bin ich gerade. Und um Traumsteuerung und so, also um luzides Träumen. Das interessiert mich besonders, weil ich das teilweise selbst kann. Und ich wusste eigentlich nie, dass das was Besonderes ist, aber ich kann es ein bisschen. Nicht gut, aber ein bisschen. Und ja, deshalb bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Und finde ich sehr, sehr spannend. Es ist von Matthew Walker. Das habe ich nicht erwähnt. Also ein sehr, sehr spannendes Buch, finde ich. Und das letzte Buch, da bin ich noch nicht so weit. Ich lese das übrigens zeitgleich und meistens lese ich, während ich solche Bücher lese, noch irgendwas anderes dazu. Also etwas, was nicht so fordernd ist, sage ich mal. Solche Bücher brauchen schon mehr Aufmerksamkeit als irgendein Roman oder Thriller, finde ich. Dieses Buch heißt Factfulness, ist von Hans Rosling. Dabei geht es eigentlich um Fakten. Einfach um Fakten, die meisten nicht wissen. Man deutet die Welt oft viel, viel schlechter, als sie ist. Also wenn man sich dann Fakten dazu anschaut, dann sieht man, eigentlich sind die meisten Menschen geimpft. Zum Beispiel das, auch in Ländern, wo man weniger verdient als hier. Also das sind sehr viele interessante Fakten drinnen und ich meine, ja, dass man die Welt nicht so schlecht deutet, wie sie ist, ist jetzt in Zeiten wie diesen ein bisschen schwierig. Aber um das geht es im Buch und ich finde es sehr interessant. Man lernt sehr spannende neue Fakten und es geht nicht nur darum, dass man Fakten lernt, weil er auch meint, dass man das Ganze auch wieder vergisst, sondern es geht darum, dass man lernt, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und dass man das Ganze auch immer ein bisschen hinterfragt und nicht einfach alles schluckt, was man so gesagt bekommt. Das Einzige, was mich bei diesem Buch stört, ist, dass zu Anfang zum Beispiel schon gesagt oder im Buch geschrieben wird, dass er bei so und so vielen Vorträgen war, dass er bei TED Talks war und so weiter. Also sowas schreckt mich immer ein bisschen ab. Dasselbe war bei mir beim Das Café am Rande der Welt, wie dann am Schluss irgendwie Werbung gemacht wurde für seine super Vorträge und seine Seminare. Sowas finde ich immer irgendwie sehr unprofessionell. Ich finde es trotzdem gut, also ich bin noch nicht weit, aber derzeit bis jetzt finde ich es gut und bin schon gespannt, auf was das Ganze noch hinausläuft. Mich würde es mal interessieren, welche Bücher habt ihr 2020 gelesen, beziehungsweise was waren eure allerliebsten Lieblingsbücher? Das würde mich sehr interessieren. Vor allem Thriller-Tipps. Also Thriller-Tipps begrüße ich immer sehr. Und dann habe ich noch 3 Bücher hier liegen, die ich noch lesen werde. Und zwar einmal Die Vermessung der Welt.
Das will ich schon ewig, ewig, ewig lesen von Daniel Kehlmann. Ich habe es auch schon mal angefangen als E-Book, allerdings war das vielleicht ein illegales E-Book und die Schriftgröße war sehr klein. Ja, jetzt habe ich es als Buchversion. Das will ich lesen. Dann noch ein Buch von Simon Beckett. Das ist der zweite Teil von Chemie des Todes. Und Chemie des Todes hat mir gut gefallen. Deshalb Kalte Asche, Teil 2 von Simon Beckett. Und das dritte habe ich in einem Secondhand-Geschäft gefunden. Ich habe keine Ahnung, um was es in dem Buch geht. Ich kenne die Autorin nicht, Melanie Rabe. Die Falle heißt es und ist ein Thriller, hat mich irgendwie angesprochen. Deshalb steht auch das auf meiner Liste. Gut, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe euch alle Bücher gezeigt, die ich 2020 gelesen habe. Vielleicht war ja der eine oder andere brauchbare Tipp für euch dabei und mich würde mal interessieren, wie viele Bücher ihr in einem Jahr lest. Also das ist bei mir schon ziemlich der Durchschnitt, glaube ich. Also viel mehr lese ich normalerweise nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommentar. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Ich mache alle möglichen Videos quer durch die Bank, viel mit Secondhand, Mode, aber auch Bücher und so weiter. Also ist normalerweise für jeden was dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao!